Träger. Die kann ich aber auch ausziehen, wenn es dir nicht passt. Entschuldigen Sie, ich bin eine Verheiratung. Gut! Sag ja, den Dicken zu motivieren, das dauert eh. Sie wahrscheinlich recht. Ich stell dir vor, ein Leben in Saus und Kraus mit mir. Fitnessboy! Nimm deinen Mann mit. Das ist gar kein Problem. Fitnessboy ist tolerant. Auch dicken Menschen gegenüber. Fitnessboy ist wirklich toll. So, da bin ich. Wir haben schon auf dich gewartet. Schatz, wir fliegen nach Amerika. Schatz, wir fliegen nach Amerika. Was? Ja. Wegen meinem Bauch? Du kannst ruhig Platz nehmen, da hinten ist doch was frei. Ja, danke. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Ist alles in Ordnung? Ja! Es ist ein bisschen klein, das Flugzeug! Ja. Wie viele Flugstunden haben wir noch? 12. Aber es ist schön warm! Warm ist es wirklich. Seit wann können Sie fliegen? Eigentlich gerade, nein, Sie sitzen auch ganz normal. Nein, ich tue mal so. Ah, ich weiß. Ja, das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Sie sind schon eine feuchtfröhliche Familie. Die beiden fliegen weitere 12 Stunden. Es wird heißer und heißer und heißer. Und immer mehr wird Gudrun bewusst, dass sie diesen Mann eigentlich nicht mehr so liebt, wie sie ihn mal geliebt hat. Und deswegen passiert Folgendes, als sie in Amerika ankommt. Jetzt schläft er wieder. Im Steg. Was macht er denn? Oh. Gute. Wo wolltest du mit? Ich muss ein bisschen lauter reden. Er schnarcht schon wie Sau. Gut. Mit mir an deiner Seite wirst du etwas ganz Neues beginnen können. Wir stehen morgens um 5 auf. Wir chatten durch die Welt. Du kommst mit auf meine DVD. Du bist einfach unglaublich schön. Bis auf die DVD? Haben wir dann auch eine Plätzchensendung dazwischen? Ja, ja. Damit man die Kilos nicht anessen kann, nicht zu trainieren. Ja, ja. Ja, natürlich. Gut. Sag ja zu mir und nein zu ihm. Denk drüber nach. Ich gebe dir 2 Minuten. Schatz. Hi. Sag mal, liebst du mich eigentlich noch? Hä? Okay, das reicht. Was? Und sie hat sich entschieden und gegründet und filmt vor allem mit ihrem Fitnesstrainer eine eigene DVD. Hi, Gudrun! Hey! Komm, was? Nimm jetzt die DVD auf, da ist die Kamera! Was war das für zwei? Hallo, Publikum, das ist die Gudrun! Und wir haben Spaß! Ich kann die Bewegung gar nicht so schnell wie du. Was? Was nimmst du da immer? Was da? Das sind Vitamine. Tabletten. Mit Pulverform. Ja, für die Nase. Ich hab gedacht, wir machen zusammen was, etwas, wo wir beide Spaß dran haben. Und ja, wir haben Spaß. Aber ich will nicht Spaß haben. Hey du, Koksnase, das ist meine Frau. Was? Schatz, du bist ja... Ich hab dich gefunden. Ja. Ich werde nicht ruhen. Können wir gerade mal cut. Ich bin... Fitnessboy! Und ich lasse mir so etwas nicht bieten! Komm hier auf die Bühne! Komm hier rauf! Du bist meine Frau! Du bist verheiratet! Oh mein Gott!
muss leider auf den Zeitplan hinweisen. Also, weil wir haben schon nach Viertel vor. Weil draußen geht jetzt das Theater. Ja, wir haben nur bis 11 Uhr dürfen wir hier überhaupt Vorstellungen machen. Das ist das Problem ein bisschen. Und draußen wartet eine fantastische Theatergruppe. Und ich würde sagen, ein riesen, riesen, riesen Applaus für Falscher Hase! Das war wirklich ganz großes Kino.